Die Legislaturperiode des Fraktionsvorstandes endet im Herbst 2015. Ich werde nicht erneut kandidieren, da die Zeit gekommen ist, den Vorsitz unserer Fraktion in jüngere Hände zu legen. Der Vorstand unserer Fraktion beschloss, am 13. Oktober 2015 Wahlen der neuen Vorsitzenden abzuhalten. Die Wahlen für den übrigen Fraktionsvorstand finden am 3. November 2015 statt. Die Entscheidung für den 13. Oktober ist schon deshalb wichtig, weil die Zahl 13, wie ich finde, eine Glückszahl ist. Unsere beiden Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Rixinger, so haben wir es in der Geschäftsordnung der Fraktion geregelt, besitzen ein Vorschlagsrecht für meine Nachfolgerin und meinen Nachfolger. Sie haben damit eine große Verantwortung, die wir ihnen nicht durch ausufernde Personaldebatten erschweren sollten. Außen gegen Militarisierung, gegen Überwachung und gegen Sozialkahlschlag, auch die vielfältigen Streiks sind ein Ausdruck für eine neue Widerständigkeit in diesem Land. Und in diesen Protesten erklingt eine neue Melodie. Eine Melodie, die die Verhältnisse zum Tanzen bringen will. Die Melodie der kommenden Demokratie. Ihre Botschaft lautet, Veränderung liegt in der Luft und das macht den Herrschenden Angst. Dabei ist doch eines klar. Man muss kompromissfähig sein, aber man darf seine Identität nicht verlieren. Die Schritte können nach unserer Auffassung zu kurz sein, aber sie müssen in die richtige Richtung gehen. Und liebe Genossinnen und Genossen, wir sind eine 10%-Partei, keine 50%-Partei. Das müssen wir zunächst zur Kenntnis nehmen. Das Motto lautet ganz klar, wir lassen uns die Zukunft nicht nehmen, wir erobern uns die Zukunft zurück. Fünftens. Natürlich müssen wir eine Partei bleiben, die Rassismus, Antisemitismus, Faschismus und jede Form von Nazitum entschieden bekämpft. Deshalb steht uns auch keine Arroganz gegenüber dem sogenannten Kleinbürgertum zu. Im Gegenteil. Wir müssen versuchen, es zu gewinnen, dürfen es nicht dem Rechtsextremismus oder Rechtspopulismus einfach überlassen. Übrigens mag ich leidenschaftliche, engagierte, auch radikale Leute, aber keine Extremistinnen und Extremisten, schon weil sie frei von Humor und Toleranz sind. Deshalb haben wir auf der linken Woche der Zukunft die Debatten über die kommende Demokratie, den Sozialismus 2.0, angestoßen. 2.0 steht hier dafür, dass es Zeit für ein neues Betriebssystem ist. Ins Politische übersetzt, wir wollen einen grundlegenden Pfadwechsel. Und das hört sich erstmal radikal an. Grundlegender Wechsel. Kaum ausgesprochen spürt man die zweifelnden Fragen im eigenen Kopf. Sollen wir uns nicht lieber erstmal um die naheliegenden Sorgen und Ängste kümmern? Diese Zweifel sind uns allen bekannt. Ich meine jedoch, wir brauchen die Perspektive einer ganz anderen Gesellschaft, weil der Kapitalismus diese Gesellschaft immer weiter in die Krise reintreibt. Katja, gib die Linke. Gibt Katja jetzt die Linke? Ich habe gesehen, dass der Gysi abgetreten ist. Mit den Linken ja eigentlich immer ein bisschen sympathisiert. Und dann habe ich mir die Rede vom Gysi angeguckt. Und danach habe ich mir die Rede auch vom Parteitag angeguckt von der Katja Kipping. Ich glaube, die Reihenfolge ist eigentlich andersrum gewesen, dass nämlich die Kipping zuerst geredet hat und später oder irgendwie später oder dann haben gesagt, der Gysi. Ja, aber beide reden in ihrer eigenen Art bemerkenswert und aber auch die sozusagen übergreifende Geist oder die übergreifende Analyse zwischen beiden Reden finde ich durchaus interessant. Denn mit dem Abtritt von Gysi scheint sich da einiges zu ändern, beziehungsweise der Geist, den die Frau Kipping da einziehen lässt, könnt ihr die Linke von der Treppe schubsen, auf der sie gerade stehen und auf dem Weg nach oben sind sozusagen. Und das erkläre ich euch jetzt mal. Ja, zuerst mal vielleicht ein paar Sachen zu dem Gysi. Ich möchte einige wenige Bemerkungen zu meiner Entscheidung machen. Der hat in seiner Rede sehr viele Leute erwähnt. Ich weiß, Hans, dass wir nie eng befreundet waren. Aber du sollst wissen, dass ich dich immer geschätzt habe und auch heute schätze. Aus den alten Bundesländern haben sich hierbei Oskar Lafontaine, Klaus Ernst und Thomas Händel besondere Verdienste erworben.
Machen wir uns nichts vor. Ohne Oskar Lafontaine hätte das Ganze nicht geklappt. Wäre auch ich übrigens nicht in die Politik zurückgekehrt. Er hat in seiner Rede sehr viele Phasen erwähnt, in denen er so war. Aber er hat die Katja Kipping mit keinem Wort erwähnt, die Sarah Wagenknecht praktisch nicht erwähnt. Er hat die ganze Ausrichtung dieses Flügels auf die Sozialgerechtigkeit erwähnt, beziehungsweise links liegen gelassen. Und ich weiß, es gab ein Problem bei diesem Kabinett, die Quotierung. Aber ich versichere euch, unter den 6 war zumindest ein in jeder Hinsicht ausgewiesener Feminist. Ich sage euch aber nicht, wer es war. Auf andere Dinge konzentriert, nur dann hinterher nochmal von eben Problemen in den eigenen Reihen geredet, die auf solche Dinge zurückzuführen sind, zum Beispiel. Eine wichtige Frage für unser Image besteht auch darin, ob wir eine Partei des Verbietens oder des Erlaubens werden. Jede und jeder von uns weiß, dass es bestimmte Verbote geben muss. Aber ich empfehle entschieden, dass wir eine Partei des Erlaubens werden. Ich war mal auf einem Landesparteitag in einem Bundesland, in dem wir noch nicht in den Landtag eingezogen waren. Es ist uns übrigens bis heute noch nicht gelungen. Auf jeden Fall wurde über das Wahlprogramm diskutiert. Und dann stand ein Delegierter, der sich Sportwissenschaftler nannte, auf und erklärte, dass er als Sportwissenschaftler wüsste, dass sämtliche Europa- und Weltmeisterschaften schädlich für die Sportlerinnen und Sportler seien und deshalb vorschlüge, in das Wahlprogramm die Forderung nach einem Verbot von Europa- und Weltmeisterschaften in diesem Bundesland aufzunehmen. Und wenn ein Wissenschaftler so etwas sagt, hat es die Mehrheit auch sofort beschlossen. Ich habe mich gefragt, wir sind noch nicht einmal im Landtag, aber die Leute sollen gleich wissen, dass wir ihnen ein Vergnügen streichen. Warum könnte man nicht beschließen, über solche Fragen diskutieren zu wollen? Weshalb muss es gleich ein Verbotsbeschluss sein? Da hatte der Gysi ja im Prinzip soweit recht, nur der ist ja jetzt weg. Damit dürfte auch der Realismus aus der Wirtschaftspolitik ein bisschen weg sein, den er da drin hatte. Er hat zum Beispiel gesagt, dass eben realistisch ist, dass die Angestellten und Arbeiter die Linke wählen, wenn ihre Chefs nichts dagegen haben. Alle Unternehmerinnen und Unternehmer sollten wissen, dass wir immer für mehr Demokratie in Unternehmen, das heißt für mehr Mitbestimmung und für angemessene und gerechte Löhne streiten werden. Aber sie sollen bis zum Mittelstand auch wissen, dass wir das Bündnis mit ihnen ehrlich suchen, auch ihre Interessen vertreten. Ich werde häufig gefragt, ob ich denn wirklich glaubte, dass Mittelständlerinnen und Mittelständler uns wählten. Abgesehen von Ausnahmen wird das nicht der Fall sein. Ihr müsst aber Folgendes beachten. Mittelständische Unternehmerinnen und Unternehmer haben auf den größten Teil ihrer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer deutlich mehr Einfluss als wir. Wenn Sie Ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern erklären, dass sie ins Ausland gingen, falls wir an die Regierung kämen oder kurz vor der Insolvenz stünden, wird es viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geben, die uns nicht wählten. Wenn wir das angesprochene Bündnis ehrlich eingingen, sagten sie zu ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in etwa, naja, die Linken sehe ich mal so, mal so. Das ist schon eine generelle Erlaubnis für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, uns zu wählen. Und das schätzt diese Seite nicht. Und unter ihm ist es so ein bisschen so. Ich kenne auch den einen oder anderen Selbstständigen oder Handwerker und so weiter. Und da läuft das so ähnlich. Also in Gysi finden sie eigentlich alle ganz gut. Der kleine Giftzwerg, der ausrastet. Aber ansonsten ist die Linke nicht wirklich für viele wählbar oder kommt nicht in Frage. Und wenn man sich dann über solche Extrempositionen erst recht unwählbar macht, ist das eben nicht besonders gelungen. Das ist der Gysi da angemahnt und das hat auch angemahnt in wirtschaftlichen und außen-innenpolitischen Dingen, auch was Kriege und so weiter, Kriegseinsätze, Bundeswehreinsätze angeht, ein bisschen realistischer zu sein, beziehungsweise auf die vorsichtige Art und Weise seine Träume durchzusetzen, von denen er durchaus auch welche genannt hat. Selbst wenn wir nicht jeden Bundeswehrsoldaten aus dem Ausland zurückbeordert bekämen, aber es schafften, dass sich Deutschland an Kriegen wie gegen Jugoslawien, gegen Afghanistan, gegen den Irak, gegen Libyen, bei allen Kampfeinsätzen auf keinen Fall während unserer Regierungsmitverantwortung beteiligte, welch ein gewaltiger Fortschritt wäre dies. Wahrscheinlich
Wahrscheinlich schafften wir es nicht, dass es keinen Waffenexport mehr gäbe. Aber wenn wir erreichten, dass es keine Waffenexporte mehr in Spannungsgebiete und an Diktaturen gäbe, welch ein gewaltiger Fortschritt wäre dies. Natürlich schafften wir es nicht, die Europäische Union völlig umzukrempeln. Aber wenn statt Sozial- und Demokratieabbau ein Mehr an sozialer Gerechtigkeit und Demokratie entstünde, welch ein gewaltiger Fortschritt wäre dies. Stellt euch ein Aufbauprogramm für Griechenland durch eine solche Regierung vorangetrieben vor, welch ein gewaltiger Fortschritt wäre dies. Wenn es uns gelänge, die TTIP-Verhandlungen wenigstens auszusetzen und damit in der Zeit unserer Mitregierungsverantwortung zu stoppen, welch ein gewaltiger Fortschritt wäre dies. Eine erfolgreiche Zeit der Aussetzung könnte das Ganze auch nach einer Regierungsverantwortung von uns zum Stoppen bringen. Wenn uns im Verhältnis zu Russland Deeskalation gelänge, wenn auch Russland in Europa wieder integriert werden würde und dadurch auch das Selbstbestimmungsrecht des ukrainischen Volkes wiederhergestellt werden könnte, welch ein gewaltiger Fortschritt wäre dies. Dass er insgesamt zurücktritt oder wegtritt, das hat mit dem Alter zu tun, aber eben auch mit möglicherweise der Generation und den Leuten, die da sind. Ich glaube, er kann es nicht mehr sehen, so ungefähr. Ne? Ja, jedenfalls hat er das teilweise so dargestellt, dass eben die Extrempositionen sich da auch nicht lohnen einzunehmen. Aber wenn die EU-Eliten von Reform reden, dann meinen sie eben nicht mehr Steuergerechtigkeit. Sie meinen das neoliberale Dreieck aus Privatisierung, Sozialkürzung und mehr Entlassung. Aber glaubt denn ernsthaft jemand, mehr Entlassung wird in Griechenland voranbringen? Wenn es an etwas in Griechenland keinen Mangel gibt, dann ja wohl jetzt schon an hohen Arbeitslosenzahlen. Wenn wir über eine Einschränkung der Macht der großen Banken und Konzerne nicht nur reden, sondern sie tatsächlich erreichen wollen, brauchen wir das Bündnis mit dem Mittelstand. Auch ihn stört die Marktdominanz der großen privaten Banken und Konzerne. Ihn stört auch, dass sie selbst pleite gehen dürfen, die anderen aber nicht. Ihn stört, dass er ehrlich Steuern bezahlen muss, während sich die Konzerne und großen privaten Banken erfolgreich davor drücken. Ein solches Bündnis brauchen wir also, aber es darf kein Zweckbündnis sein. Wir müssen es ernst meinen. Sie dürfen nicht den Eindruck haben, dass wir Sie über die Steuern kaputt machen wollen. Klar muss für uns und Sie sein, dass es unsere Pflicht ist, die Schwächsten in unserer Gesellschaft, dann die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber eben auch die breite Mitte der Gesellschaft zu vertreten. Nun mündet nicht jeder Bericht von Widerstand automatisch in eine Erfolgsstory. Aber ich finde, dieser Zugang zeigt uns eins. Wir sind nicht alleine, wir sind viele und das macht Mut. Ein weiteres wichtiges Einstiegsprojekt sind die sozialen Garantien des Lebens für alle. Wir diskutieren ja noch, wie genau wir sie konzeptionell ausgestalten wollen, ob als Grundsicherung, Mindestsicherung oder als Grundeinkommen. Aber einig sind wir uns doch darin, dass Hartz IV abgeschafft gehört und dass wir für alle einen garantierten Schutz vor Armut haben wollen. Und das ist nicht nur eine soziale, sondern auch eine zutiefst demokratische Frage. Der Kapitalismus hat aber auch große Schwierigkeiten, ökologische Nachhaltigkeit durchzusetzen. Wir stehen vor einer Klimakatastrophe. Ökonomische Interessen sprechen zum Teil gegen ökologische. Das ist das Problem des Kapitalismus. Wachstum ist übrigens ein positiver Begriff. Es ist nicht klug zu sagen, dass man gegen Wachstum sei, weil die Menschen das dahingehend missverstehen, dass man ihnen etwas wegnehmen, dass man ihre Lebensqualität einschränken will. In Wirklichkeit bedeutet aber ökologische Nachhaltigkeit ein Wachstum an Lebensqualität. Das muss man herausarbeiten. Und das ist ja eigentlich auch richtig, wenn man irgendwas erreichen will sozusagen und Regierungsverantwortung, ja oder nein. Er hat, finde ich, nicht dem Kapitalismus das Wort geredet, aber natürlich schon irgendwie versucht, Verständnis zu wecken für den, wie gesagt, Kleinhandwerker, Selbstständigen, die eben rechnen müssen mit dem, was sie haben, und spielt die große Geldpolitik dann eben vielleicht nicht so die Rolle im Detail. Auch die Leute müssen eben eine politische Heimat finden, wenn es geht bei der Linken, so hat der Gysi das dargestellt. Die Frage ist, was sollte unsere Partei auszeichnen? Erstens, wir brauchen ein zutiefst kritisches Verhältnis zum Staatssozialismus, also auch zur DDR. Wir müssen die Einschränkungen von Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit
deutlich herausarbeiten und so glaubhaft wie möglich garantieren, dass wir ein Höchstmaß an Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit anstreben. Wir müssen herausarbeiten, weshalb die Wirtschaft nicht funktionierte. Den Mangel an Produktivität, Produkten und Dienstleistungen. Wir müssen für die Zukunft garantieren, dass es auch mit uns eine hohe Produktivität, eine funktionierende Wirtschaft und keine Mangelwirtschaft geben wird. Viel zu wenig wird mit uns eine funktionierende Wirtschaft verbunden. Das muss sich ändern. Ihr Argument lautet, bei den TTIP-Verhandlungen wird Kultur allein als Ware betrachtet. Ja, das bringt es auf den Punkt. Solche Abkommen wollen alles zur Ware degradieren. Die Demokratie wird dabei zum Kollateralopfer. Auch so wird die Zukunft verstellt. Wir aber wollen die Weichen in Richtung einer ganz anderen Zukunft stellen. Und deswegen müssen wir Abkommen wie das TTIP stoppen, denn die Welt ist keine Ware und unsere Zukunft erst recht nicht. Wenn wir sozialistisch bleiben wollen, müssen wir erklären, was uns und warum am Kapitalismus stört, auch was uns nicht stört, sondern im Gegenteil Gutes und wie man das Störende überwinden und das andere erhalten kann. Gegen eine kapitalistische Diktatur ist die Anwendung von Gewalt gerechtfertigt. Um sie zu überwinden, braucht man eine Revolution. Wir aber leben in einer politischen Demokratie. Deshalb kommt für uns nur der gewaltfreie Weg der Transformation in Frage. Wir müssen versuchen, eine Mehrheit der Menschen in unserem Land von unserem Weg zu überzeugen. Wenn uns das nicht gelingt, haben wir das nicht das Recht, sie zu unserem Weg zu zwingen. Kurzum, wir müssen raus aus der Burnout-Gesellschaft, die die Menschen und ihre Potenziale nur aussaugt und danach wegwirft. Das Hamsterrad hat ein für alle Mal ausgedient. Wir wollen Zeit fürs ganze Leben. Ja, dass er jetzt eben abtritt, hat sicher damit zu tun, dass er eben das nötige Alter erreicht hat, aber auch damit, dass er schon vor ein paar Jahren eigentlich das nicht mehr machen wollte. So wie er gesagt hat. Und eben aber auch mit den Leuten, die da jetzt hinterherkommen. Also, solche realistischen Vorstellungen wie er hat die Katja Kipping eben nicht. Und ihr sind dann eben auch eher so Verbote in irgendwelchen Parteiprogrammen wohl offensichtlich lieber. Da hören wir da gleich nochmal rein. Jetzt bleiben wir nochmal ganz kurz bei Gysi, der sich dann nochmal bedankt hat. Bei einigen Mitstreitern oder ehemaligen Mitstreitern, aber eben nicht bei den Frauen und auch nicht bei den jüngeren Leuten, auch nicht bei den aktuellen Mitstreitern, die dabei sind sozusagen. Der Lafontaine hatte sich ja auch schon verabschiedet. Die Wagenknecht, weiß ich gar nicht, ist da irgendwie zwar immer noch im Fernsehen zu sehen, aber welche Rolle die gerade hat, weiß ich gar nicht genau. Vorsitzende ist und bleibt Fuli Kipping, oder? Ja, und Gysi hat angekündigt, im Bundestag zu bleiben, wenn er weiter gewählt wird in seinem Wahlkreis. Was sicher auch in Ordnung ist, nur sich nach vorne zu stellen, jedes Mal um das Wahlprogramm entsprechend verlesen, zu verkünden zu müssen, als wäre es aus seinem eigenen Mist gewachsen, so ungefähr. Das ist ihm in letzter Zeit zunehmend schwer gefallen, das hat man gesehen. Und dementsprechend ist auch das kein Wunder, weil das eben eine Begründung, warum er da zurücktritt, nämlich, dass einfach die Position nicht mehr diese, die er selbst vertreten könnte. Fakt ist, dass viele Leute schon auch die Fehleranalyse oder die Problemanalyse der Gesellschaft, Umstände von den Linken ganz gut finden und sich bestätigt fühlen in ihren Auffassungen. Fakt ist aber andererseits auch, dass sie eben häufig Vorschläge machen, die dem Bürger dann wiederum zu weit gehen. Also ne, Grundeinkommen ist eine Sache, aber wenn der Bürger eben das Gefühl hat, die Linke will das Grundeinkommen auch für den Hund einführen und so, dann geht das eben ein bisschen zu weit. Denn der Sozialismus, den wir meinen, ist lustvoll, demokratisch, feministisch und ökologisch. Aber eines können wir schon mal festhalten. Wir nehmen die Kämpfe um die Zukunft auf. Und wenn es um die Zukunft dieser Gesellschaft geht, dann sind wir nicht bescheiden. Wir wollen einen grundlegenden Wechsel hin zu einer sozialistischen Gesellschaft. Und wenn wir uns anschauen, mit welcher Unverfrorenheit die alten und neuen Nazis wieder gegen Demokratinnen und Demokraten vorgehen, so wissen wir, es gibt viel zu tun in diesem Land. Wir können uns auch deshalb nicht damit abfinden, weil die neuen Rechten dabei sind, die Zukunftsängste zu missbrauchen, um gegen Minderheiten wie Muslime oder Flüchtlinge zu mobilisieren. Ja, Pegida, AfD und Co. wollen, dass das Treten nach unten zum Volkssport wird.
Und es ist beschämend, wie sehr sie damit bis in die Mitte der Gesellschaft hinein Erfolg haben. Schauen wir uns nur mal beispielhaft an, was gerade in Nauen passiert. Kommunalpolitikerinnen werden dort seit Wochen schikaniert und bedroht, einfach weil sie sich für Weltoffenheit aussprechen. Liebe Genossinnen und Genossen in Nauen und in allen anderen Orten, wo ihr bedroht werdet von Nazis, wir senden euch von diesem Parteitag aus solidarische Grüße und Respekt, dass ihr euch nicht einschüchtern lasst. Wir stehen an eurer Seite. Wer beim TTIP einknickt, von dem ist im Punkto sozialökologischer Umbau in Europa bestimmt nicht viel zu erwarten. Noch nie war die Zustimmung zu mir in der Fraktion so groß wie jetzt. Übrigens hat ein Abgeordneter, das hat mir auch gefallen, zu mir gesagt, dass ich für ihn das kleinere Übel sei und deshalb unbedingt bleiben solle. Ich bin ihm dankbar, denn jetzt weiß ich endlich, was das kleinere Übel ist, nämlich ich. Eine Familie, die an Hunger leidet, interessiert sich weder für ökologische Nachhaltigkeit noch für Pressefreiheit. Außerdem zeigt dies, dass die Industriegesellschaften ernsthaft beginnen müssen, die Fluchtursachen zu bekämpfen, nicht. Ja, solche vielen Gründe gibt es da sicher einige, mehr auch noch, die den Gysi bewogen haben, dann seine Amt als Fraktionsvorsitzender oder was dann niederzulegen, Parteivorsitzender. Und da sie das bisher ja zu zweit gemacht haben, Kipping und er, ist die Kipping jetzt alleinige Vorsitzende wohl erstmal. Whatever. Er ist, jedenfalls aus dem Fokus weg und jetzt zeigt sich eben, wo die Unterschiede sind und was die anderen wirklich wollen. Ne? Deswegen habe ich mir ja auch die Katja Kipping nochmal angeguckt. Denn die war ja schon in dieser Podiumsdiskussion, die ich gemacht habe, an verschiedenen Stellen ein bisschen uneindeutig und schwierig und hackte auf dem Heteronormativen rum und solchen Dingen ein bisschen Social Justice Warrior mäßig unterwegs und wie gesagt, deswegen habe ich mir die auch nochmal angeguckt, die ja schon weniger verständnisvoll war für die Belange der kleineren Leute sozusagen, beziehungsweise hat sich eben sehr auf diese Bankengeschichte gestürzt und die EU kritisiert, reich gegen arm sozusagen gestellt, was im Prinzip auch in Ordnung ist, ja, denn da ist ja die Bruchlinie der Gesellschaft, da muss man im Prinzip was tun und wie ist immer halt immer die Frage und auch ob in kleinen oder großen Schritten und welche Überlegungen und Berechnungen womöglich oder sowas. Und da hat die Katja Kipping relativ wenig vorgelegt, außer ideologischen Aussagen, eigentlich ideologisch gefärbten Aussagen, ja doch schwer links waren und die diese ganzen Sprüche von wegen der sozialen Gerechtigkeit und so weiter sind auch gekommen. Also da wird groß am Kapital sozusagen kritisiert. Und möglicherweise dann eben solche Verbotsgeschichten irgendwo reingeschrieben, obwohl die Leute da eben noch nicht so bereit sind. Das ist nicht schlecht, auf so eine Art und Weise auch Denkanstöße zu geben. Aber das muss man eben abwägen, ob der Denkanstoß da wichtig genug ist, vor allen Dingen, wenn man eben das Ganze möglicherweise nicht durchgerechnet hat, denn so richtig habe ich den Eindruck nicht bei der Katja, dass sie ganz genau weiß, was dann passiert, wenn die Sachen, die sie gerne hätte, umgesetzt werden, welche Folgen das hat oder hätte. Und allein, wenn wir die Klimakatastrophe beenden wollen, dann brauchen wir einen linken Neuanlauf. Sozialismus 2.0 meint zudem, wir können nicht einfach mit Copy und Paste etwas, was bereits in der Vergangenheit probiert wurde, rüberkopieren. Die Vergangenheit, weder der real existiert habende Staatssozialismus noch die 70er Jahre der BRD, sind eine Blaupause für uns. Und stellvertretend für die vielen Wahlkämpfenden, liebe Christina, liebe Dora, vielen Dank für euren engagierten Einsatz. Die tollen Wahlergebnisse, die wir auch euch verdanken, sind ein guter Rückenwind für die Landtagswahlen 2016. Und stellvertretend für die vielen Wahlkämpfenden. Mit Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfängern, mit Obdachlosen und vielen anderen reden. Keineswegs immer unstreitig, aber reden. Das müssen wir, glaube ich, alle lernen. Und ich habe immer versucht. Und ich habe immer versucht, die politische Sprache zu übersetzen. Unser Ziel muss sein, verstanden zu werden.
Von dort aus startet dann die Demo unter dem Motto Europa anders machen und sie mündet vom Brandenburger Tor. Aber davon mal ganz ab, hat sie eben auch diese Attitüde der politischen Korrektheit, diese ganze Feminismusgeschichte und diesen ganzen Genderkram und so, das kommt ja auch zu einem großen Teil aus den Linken, von den Linken und aus der linken Seite, aus der linken Ecke und von den Grünen und so. Sind sie schon im Prinzip in dem Thema auch mitführend und einer wie der Gysi hat das eben so ein bisschen unterm Deckel gehalten und das scheint da jetzt voll durchzubrechen. Zum Beispiel eben, dass man da Homophobie bekämpfen wollte und so weiter. Ich denke mal, das kann man vielleicht sozusagen als gesellschaftliches Ziel ausgeben, aber es ist nicht so viel, man politisch unbedingt groß kämpfen muss, weil das ja gar nicht unbedingt bedeutet, dass es vielen dadurch irgendwie besser geht oder so. Es gibt ja ganz andere Punkte, die viel, viel wichtiger wären. Wie dem auch sei, haut sie zwischendurch auch immer so Parolen raus, ja, wo auch immer sie die her hat, die Leute dann einigen sollen. Und das klappt nur so bedingt, ne, die linken Delegierten hier klatschen auch nur so von Zeit zu Zeit und nur so mäßig bei diesen Sprüchen. Was ich sehr gut verstehen kann und auch richtig finde. Aber bezüglich der übertriebenen feministischen Geschichte da und auch den Auswüchsen der politischen Korrektheit und so weiter, gibt es da jetzt eigentlich immer weniger Gegenstimmen. Und da muss man wirklich mal gucken, wie die sich weiterentwickeln. Ich hoffe, dass das milde bleibt, sagen wir mal so. Andererseits muss man natürlich fragen, welche Ziele da so insgesamt hinterstecken. Und ob das nicht sowieso so gemeint war. Wie gesagt, beim Gysi nicht. Der hatte ja die Demokratie nach vorne gestellt. Und sie stellt hier zum Beispiel Demokratie und sozialistische Denkweise irgendwie auf eine Stufe. Und das wird nicht funktionieren. Ne? Das werden die Leute nicht wählen. Ne? Ganz egal, was ich darüber denke. Davon gehe ich mal schwer aus. Könnt ihr mir gerne eure Meinung zu sagen. Mal was anderes so thematisch. Allerdings natürlich immer noch bei den Social Justice Warriors angelehnt. Also nicht ganz weit weg. Ja, für Anregungen und Anmerkungen bin ich dankbar und natürlich auch für jedes Like und jeden Abonnenten. Dislikes sind ausgeschaltet. Danke. Tschüss. Es geht auch um was anderes. Die EU-Eliten wollen an Griechenland ein Exempel statuieren. Sie meinen, es gibt nur den strikt neoliberalen Kurs und davon wollen sie keine Abweichung zulassen. Es geht also nicht nur um Griechenland, sondern es geht um die Frage, ob Europa demokratisch genug ist, überhaupt noch Alternativen zum Neoliberalismus zuzulassen. Ja, Alexis Tsipras, Yannis Varoufakis, all unsere Freundinnen und Freunde von Syriza führen einen Kampf, der gleichermaßen unser Kampf ist. Und sie nehmen dabei viele Entbehrungen auf sich. Und damit meine ich nicht nur einen chronischen Mangel an Schlaf seit ihrer Wahl. Es ist also nicht nur eine Frage der Ehre, es ist auch eine Frage der Solidarität, dass wir sie bei diesem Kampf nicht alleine lassen. Bei der Auseinandersetzung um die Zukunft Europas müssen wir runter vom Sofa, raus aus der Zuschauerrolle, raus auf die Straße, müssen Druck ausüben gegenüber der Bundesregierung. Nun wird ja über ein drittes Griechenland-Paket spekuliert. Falls, ich betone, falls es dazu kommen wird, werden wir auch unter uns diskutieren, wie der angemessene Umgang damit ist. Aber egal, wie wir diese Frage am Ende mehrheitlich entscheiden, das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, dass wir uns im Folgenden einig sind. Die Bundesregierung, die in der EU eine enorme Macht hat, beharrt weiter auf dem unsozialen Kürzungskurs. Und damit sind wir nicht einverstanden. Wir sind uns einig darin, dass Schäuble, Merkel, Gabriel das Trio Infernale Europa nicht voranbringen wird. Ein Europa, das uns begeistert, geht anders. Ein Europa, das uns begeistert, ist ein Europa ohne Massensterben an der Außengrenze, ohne TTIP und ohne Sozialkürzung. Unser Europa wäre ein solidarisches Europa. Ich habe dann Hass und Ablehnung auch im Bundestag gespürt. Ich weiß, welche Journalisten gegen mich ermittelt haben und in jeder Weise gegen mich vorgegangen sind und vorgehen. Ich weiß, wie viele Prozesse ich führen, wie sehr ich um meinen Ruf kämpfen musste. Ich werde die Anhörung im Immunitätsausschuss des Bundestages nie vergessen. Übrigens hat die FDP trotz gravierender politischer Meinungsunterschiede bei mir für immer einen kleinen Stein im Brett, weil sie neben meiner Fraktion die einzige war, die bei meiner Verurteilung nicht mitmachte.
Den Rechtsstaat habe ich zu schätzen gelernt, denn die Gerichte gaben mir Recht und nicht den anderen. Die Staatsanwaltschaften stellten die Ermittlungen gegen mich ein, wollen es zumindest, weil sie sich nicht missbrauchen ließen und lassen. Gerade weil ich auch in einer Diktatur gelebt habe, kann ich euch nur raten, die Rechtsstaatlichkeit hoch zu schätzen und sie immer zu schützen. Liebe Genossinnen und Genossen, bei all diesen Auseinandersetzungen geht es nicht nur um die Gegenwart, es geht auch um die Zukunft. Denn wie diese aussieht, entscheidet sich nicht erst morgen, sondern heute. Gegen die organisierte Traurigkeit des Krisenkapitalismus war die linke Wette immer, dass es die Menschen selber sind, die gemeinsam die gesellschaftlichen Verhältnisse verändern können, dass es die Menschen selber sind, die gemeinsam ihre Zukunft in die Hand nehmen können. Beweisen wir es jetzt, wir lassen uns unsere Zukunft nicht klauen, wir erobern sie zurück. Vielen Dank. Euch und Ihnen allen ein Wort sagen. Danke.